eine Runde also noch in diesem Moto2-Rennen auf dem Sachsenring. Ja, Jonas zeigt an, er sieht nicht. Er braucht nicht mehr attackieren. Ja, aber hier oben, da ist er jetzt genau auf der Linie unterwegs, wo alle anderen gerade gestürzt sind. Da hat man sogar den schwarzen Strich gesehen. Der ist am absoluten Limit unterwegs. Der will den Sieg. Der will den Sieg am Sachsenring haben und der wird da noch die Runde riskieren. Der wird den Druck nicht weniger werden lassen. Auf und Zarco, aber dieser verdammte Fuchs schau da vorne. Aber schau dir das an, Jonas attackiert, der fährt ran. Obwohl er anzeigt, dass er nichts mehr sieht. Ja, er ist jetzt in dem Modus, wo er sagt, ich kann hier zum Held werden. Und das will er machen. Und ich sag's dir, ich bin zum MotoGP-Rennen nicht pünktlich da, weil wenn der hier zum Held wird, dann renne ich darüber. Ja. Dann sind wir kurz nicht mehr da. Es ist unglaublich. Jonas Folger greift hier sogar noch nach dem Sieg. Der Abstand wird hier runter geringer. Bleib ruhig, nicht zu schnell reinfahren, ruhig bleiben. Aber schau, das wackelt. Da schwimmt das Motorrad auf, da war er am absoluten Limit. Aber er, wie gesagt, er bewegt es am Grenzbereich. Mehr kann er nicht tun. Und ein Zarco da vorne, der weiß natürlich auch, dass ihm der Jonas im Nacken hängt. Der hat es angezeigt bekommen. Letzte rechts bergab. Und dann geht es nur noch zweimal links rum und das halt Jonas schon sehr weit weg. Jetzt macht er keine Aktion. 500 Meter sind es noch in diesem Rennen am Sachsenring. Jonas ja, und der will Schwung holen. Der fährt da innen rein. Hundertprozentig. Doch, das macht er. Halt die Linie. Mach dich breit. Du hast alles gegeben, mehr ging hier nicht. Zieh durch! Sarko ja, lecco mio! Es gewinnt Sarko, es ist unfassbar. Ja, dieser Franzose, dieser Kerl, der ist sowas von eiskalt. Und er hat sich ein Herz genommen. Jonas Folger hat sich das Herz genommen, ist durchgezogen, wurde nicht belohnt. Aber ein sensationelles Rennen von ihm. Alles richtig gemacht, Glückwunsch.